Guten Abend, mein Name ist Graf Teppisch von Otterstein und ich darf Sie hier aufs Allerherzlichste im bescheidenen Anwesen von Inge und Herbert Nieber zu willkommen heißen, die Sie sicherlich etwas besser unter den Namen Oma Inge und Opa Herbert kennen. Nun, besonders bei Oma Inge fragt man sich doch, wie schafft es diese Frau mit sage und schreibe 101 Lebensjahren ihren Alltag zu meistern? Und zwar nicht mal schlecht, sondern richtig gut. Nun, schauen wir es uns doch an und amüsieren uns über Pleiten, Pech und Pannen des täglichen Alltags. Na dann, viel Spaß und gute Unterhaltung bei Oma Inge 3 mit Leib und Seele. Bist du in der Küche? Inge! 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 Sag mal, antwortest du mir überhaupt noch? Wieso? Hast du was gesagt, Herbert? Ich habe gefragt, ob du in der Küche bist. Ja? Das sehe ich selbst. Warum fragst du dann? Ach, vergiss es. Hallo Opa! Was machst du denn da? Misst du da was aus? Nein, ich wiege was ab. Ich wusste gar nicht, dass man mit einem Zollstock was abwiegen kann. Stell dich doch nicht so doof an wie deine Oma. Natürlich messe ich was aus, Fritz. Du siehst es ja schließlich. Was soll ich denn sonst mit einem Zollstock machen? Kochen? Kochen kann man mit einem Zollstock auch? Ach komm, hör auf. Geh mal in Omas Hexenküche, frag sie, ob du ihr helfen kannst und lass mich hier weiter ausmessen. Warum misst du denn eigentlich was aus? Weil ich nächsten Monat tapezieren will. Tapezieren? Hier im Wohnzimmer? Ja, glaubst du, ich messe im Wohnzimmer aus und tapeziere dann die Küche? Du bist vielleicht schusselig. Außerdem ist nächsten Monat Frühlingsanfang und da wird immer neu tapeziert. Das muss aber neu sein. Letztes Jahr hast du doch auch nicht tapeziert. Hör doch mal genau zu, wenn ich dir was sage. Ich habe gesagt, dass man neu tapeziert, wenn Frühlingsanfang ist. Aber nicht, dass man jedes Jahr neu tapeziert. Sicherlich sind deswegen auch deine Schulnoten so schlecht. Weil du genauso im Unterricht zuhörst wie hier. Was machst du heute eigentlich hier? Ich denke, du kommst erst am Freitag zu uns. Aber heute ist doch Freitag. Oh, ach so. Ja, dann ist es ja gut. Außerdem hast du das wohl so gesagt, dass man ab Frühlingsanfang immer neu tapeziert.
Das nächste Mal schreibe ich alles auf, was ich sage. Oh fein. Dann habe ich an den Wochenenden immer was Lustiges zu lesen. Sag mal, Herbert, willst du für solche Arbeiten nicht lieber eine Leiter nehmen? Nö. Schaffe ich auch so. Nun ja, ich meine ja nur. Dem einen reicht ein Stuhl, der andere braucht eine Leiter. Ah, jetzt verstehe ich das erst. Nur weil ich kein Riese bin, muss ich mir solche Sprüche seit 70 Jahren anhören. 75. Was? Wir sind seit 75 Jahren verheiratet. Na, umso schlimmer. Außerdem wusstest du ja, wie groß ich bin, als wir geheiratet sind. Und versprochen, dass ich noch wachse, habe ich damals auch nicht. Ja, das stimmt schon. Du sagtest immer klein, aber oho. Nun, das klein stimmt ja. Aber das andere, naja. Es gab ja auch Männer, die klein waren und trotzdem Großes vollbracht haben. Ja, das weiß ich auch. So? Wirklich? Na, dann nenne mir mal ein paar. Beethoven, Napoleon, Karl der Große, Alexander der Große, König Yusuf, Rudolf Augstein. Rudolf Augstein war zwar klein, aber kein Mann der Geschichte. Die paar Tage, die er im Bundestag war, ganz hinten in der letzten Reihe auf einem ganz billigen Platz. Nun, es hat ja auch Vorteile, dass du so klein bist. Wenn dir mal was runterfällt, brauchst du dich nicht so weit zu bücken. Hast du eigentlich schon deine Tabletten genommen? Es ist gleich schon 18 Uhr. Das sind ja hier Methoden wie bei der Stasi. Die eigene Frau ein Spitzel. Jetzt wird man schon im eigenen Haus kontrolliert. Schreibst du auch immer alles brav für die Regierung auf? So frei nach dem Motto, 17.30 Uhr, Herbert Nieberts nimmt seine Tabletten, 18 Uhr, Herbert Nieberts isst zu Abend, 2 Scheiben Brot mit Wurst, 18.30 Uhr, Herbert Nieberts betritt das Klo. 20 Uhr, Herbert Nieberts verlässt das Klo wieder. Misch du dich da nicht ein, du Bengel. Ist schon schlimm genug, wenn ich mich wegen deiner Oma aufregen muss. Bei deiner Oma merkt man direkt, wie unterschiedlich die Frauen gegenüber den Männern sind. Dass Männer und Frauen unterschiedlich sind, weiß ich auch. Erst letztens habe ich gehört, Mädchen lieben Penisse und Jungs lieben Feuerwehrautos. Also, was ihr heutzutage in der Schule lernt, da würde ich auch gern wieder in die Schule gehen, wenn dort anschaulich erklärt wird, wie Babys gemacht werden. Du schusselige Kuh! Das hat Fritz sicher nicht im Unterricht erfahren, sondern von den älteren Kindern auf dem Pausenhof. Der Junge ist doch erst 7. Das ist doch nicht so wie beim Turnen. Die Lehrer machen es vor und die Kinder müssen es dann nachmachen. Nee, nee. Ach so. Ich hätte mich ja sonst auch schon sehr gewundert. Dann wäre die Schule nämlich auch nochmal was für dich gewesen, Herbert. Was soll das denn jetzt heißen? Wenn es dafür Zeugnisse geben würde, dann würdest du garantiert nicht versetzt werden. Du weißt doch gar nicht mehr, wie das mit Bienchen und Blümchen so ist. Vor der Hochzeit hast du keine Gelegenheit ausgelassen, aber kaum war die Trauung vollzogen und wir aus der Kirche raus, war dein Feuer gelöscht. Und was ist mit unserer Tochter? Die ist wohl durch den Qualm entstanden, was? Eine Tochter in 75 Jahren. Das ist nun wirklich keine große Leistung. Also wenn hier in diesem Haus sexuelle Schweinereien mehr zählen als ehrliche Arbeit, dann wird hier eben nicht tapeziert. Und ich dachte immer, wir sind hier in einem zivilisierten Haus und nicht im Puff von Ugu Wambugu. Inge, du bist wie die hinterlistige Schlange mit dem Dolch im Gewande. Schiller. Sexuell? Moment mal. Kannst du mir dann auch mal erklären, was irrigiert heißt, Opa? Dass jemand eine Regierung hat. Und jetzt geh raus und spiel was mit den anderen Kindern. Mit Torben zum Beispiel. Aber es regnet draußen, Opa. Und außerdem, willst du etwa mit einem Jungen spielen, der klaut, raucht, lügt
und unanständige Wörter sagt. Um Himmels Willen, nein! Siehst du? Torben auch nicht. Na, jetzt hört sich aber alles auf. Du gehst heute ohne Abendessen ins Bett. So, nach dem ganzen Ärger gehe ich jetzt erstmal ins Badezimmer. Duschen. Das kannst du knicken. Ich muss die Socken noch aufhängen. Die kannst du doch auch draußen aufhängen. Im Regen? Nein, im Hof. So, ich bin fertig mit Duschen. Kannst die Socken jetzt aufhängen. Sag mal, was hast du denn jetzt vor? Warum ziehst du dir denn die Strümpfe aus? Ich ziehe mir nicht die Strümpfe aus, sondern einen Strumpf. Und warum machst du sowas? Weil ich mir die Zehennägel schneiden will. Aber sowas macht man doch nicht in der Küche. Das ist doch Schweinkram. Wo soll ich sie mir denn sonst schneiden? Das Badezimmer ist zu klein und draußen auf dem Hof regnet's. Und wenn ich sie mir nicht schneide, meckerst du auch mit mir, weil dann die Socken zu schnell kaputt gehen. Manchmal glaub ich, du weißt gar nicht so recht, was du eigentlich willst. Da kann man ja nur verrückt werden. Aber eines sage ich dir, Inge. Wenn das so weitergeht, landest du irgendwann nochmal in der Anstalt. Das auf jeden Fall. Schneller als du gucken kannst. Und zwar, um dich dort anzumelden. Lass den Fernseher aus. Wieso? Ich will nicht, dass das Ding von morgens bis abends läuft. Vom Fernseher gehen elektrische Wellen und Strahlungen aus, die Krebs verursachen. Ich glaube, die heißen Gamma-Strahlen oder so ähnlich. Was du meinst, sind Gamma-Strahlen, aber die verursachen keinen Krebs. Nein? Nein, die machen nur impotent. Also in deinem Alter sowieso ungefährlich für dich. Jetzt hört sich aber alles auf. Weißt du, die Strahlen gehen ins Rückenmark. Wo gehen die hin? Ins Rückenmark? Ich sitz doch nicht mit dem Arsch vorm Fernseher. Wie wollen die denn da drankommen? Durch die Penisdrüse. Und dann gehen die vom Rückenmark ins Gehirn. Aber wenn die ins Gehirn gehen würden, dann... Dann würde das einiges bei dir erklären. Richtig. Na gut, dann bleibt der Fernseher halt aus. In den Nachrichten wird sowieso nichts Wichtiges erzählt. Sonst hätte das doch schon morgen in der Zeitung gestanden. Scheinbar sind die Gammastrahlen auch bei dir ins Gehirn gekommen. Was allerdings in der Zeitung steht, dass mehr Frauen vergewaltigt werden, wenn Vollmond ist. Ja, also letzteres habe ich auch gehört. Als Frau kann man da ja gar nicht mehr nachts allein über die Straße gehen. Andere Frauen nicht. Du schon. Zumindest bei Vollmond. Und das Wichtigste über Deutschland erfährt man sowieso nicht in den Nachrichten. Das bleibt doch geheim. Geheim? Wer hält das geheim? Die Scheißpartei, die du bei der letzten Wahl gewählt hast. Und die jetzt wegen dir an der Macht ist. Wegen mir? Ist meine einzelne Stimme denn so wertvoll für die? Ich dachte immer, jede Stimme darf nur einmal gezählt werden. Und jede Stimme ist gleich viel wert. Da kannst du mal sehen, was du für einen klugen Mann hast. Klug? Bis vor einer Woche hast du noch gedacht, Walter Ulbricht wäre für den Aufstieg der Nazis schuld gewesen. Und du hast zu der Zeit schon gelebt, Herbert. Ich habe klug gesagt, nicht allwissend. Wofür dich deine Eltern damals in die Schule geschickt haben, möchte ich gerne mal wissen.
Abend, Oma. Guten Abend, Klaus. Wie geht's meinem ältesten Enkel? Komm rein. Guten Abend, Opa. Guten Abend. Mensch, da steht ja mega viel Arbeit an für uns. Wieso? Was ist denn passiert? Wird die Berliner Mauer wieder hochgezogen? Nein, Frau Meier ist vorgestern Abend verstorben. Und da sie keine Verwandten oder Angehörige hat, sollen nun wir als Nachbarn die Beerdigungskosten übernehmen. Das wird dann durch alle geteilt, sagt Mama. Das war ja mal wieder typisch. Da sieht man, dass meine Tochter dieselbe Partei gewählt hat wie deine Oma Inge. Immer schön die Kosten den anderen unterjubeln. Was soll denn der ganze Spaß kosten? Das habe ich noch nicht ausgerechnet. Das wollte ich jetzt noch mit euch zusammen machen. Ich habe auch einen Bestattungskatalog mit den Preisen mitgebracht. Die arme Frau Meier. Und jetzt liegt sie mutterseelenallein drüben in ihrer Wohnung. Mach dir darum mal keine Sorgen. Die wird jetzt bestimmt keine Angst mehr im Dunkeln haben. Jetzt hämmer doch nicht weiter auf der Frau Meier rum. Das hast du doch schon oft genug gemacht, als sie noch am Leben war. Glaubst du, die hört mich jetzt noch? Ich nicht. Zu Lebzeiten war die sowieso schon schwerhörig. Nun, aber irgendwo hast du auch recht, Inge. Über die Toten nur Gutes. Ich könnte ja ein 3-Mann-Orchester für die Beerdigung bestellen. Wenn ich mich noch recht erinnere, war das auf der Beerdigung von Herrn Meier vor 5 Jahren genauso. Wie teuer waren die denn gleich nochmal? Ich glaube 150 Euro. 150 Euro? Wie lange spielen die denn? Hast wohl auch schon diese Gammastrahlen mitbekommen, was? Die werden doch nicht pro Stunde bezahlt, sondern für deren musikalischen Leistungen allgemein. Beerdigungen waren mal günstiger. Aber seitdem diese verfluchte Heuchlerpartei an der Macht ist, gibt's nur noch Zwiebelportemonnaies. Die nehmen es sich doch, wo sie es sich nur holen können. Sogar von den Toten. Werden die Beerdigungskosten nicht von der Versicherung bezahlt? Ja, aber in Vorkasse müssen wir gehen. Also finanziell habe ich das schon mal überschlagen. Nix da. Das wird auf Heller und Pfennig genau ausgerechnet. Geld drucken können wir schließlich auch nicht. Da hat Inge ausnahmsweise mal recht. Na, dann zeig uns doch mal den Katalog mit den Preisen, Klaus. Um Gottes Willen! Wenn man so die ganzen Preise sieht, vergeht einem ja der ganze Spaß. Die Erdbestattung kostet 530 Euro. Was für eine Unverschämtheit! Für Kinder bis zu 10 Jahren kostet das nur 250 Euro! Da ist Frau Meier mit ihren 94 Jahren wohl etwas zu spät dran. Warum müssen Tote eigentlich immer liegen? Wenn wir Frau Meier stehend beerdigen würden, könnten wir viel Platz sparen. Vielleicht könnte es dann noch etwas günstiger werden. Nun, es heißt ja nicht umsonst, Ruhe in Frieden. Wie soll man denn im Stehen ruhen? Aber zurück zum Thema. 530 Euro ist schon viel Geld. Kann man das denn nicht billiger machen? Das günstigste sind Fehl- und Frühgeburten, die kosten nur 15 Euro. Ob wir da nicht einen Arzt zu kriegen, der bestätigt, dass Frau Meier eine Fehlgeburt war? Also Inge! Ich muss doch wohl sehr bitten, nicht mal im Spaß sagt man sowas. Na, dann von mir aus, halt eine Frühgeburt. Die Sache hat nur einen Haken. Die Leiche darf nicht größer sein als 35 cm. Groß war Frau Meier ja nicht gerade. Aber größer als 35 cm war sie schon. Bei Entfallen der Leichenbeförderung 90 Euro. Das heißt, da müssten wir den Sarg tragen. Inge! Willst du mit deinen 101 Jahren noch den Sarg von Frau Meier tragen? Stimmt auch wieder. Dann werfen wir Frau Meier in ein Massengrab. Das kostet gar nichts. Also Inge, langsam reicht's mir. Ein normales, vernünftiges Grab. So, wie es sich gehört. Frau Meier war eine nette alte Frau. Und das, obwohl sie noch 10 Euro Schulden bei mir hatte. Na, das passt ja wunderbar. Dann ist wenigstens einer auf der Beerdigung traurig.
Wer seine Flaschen mit hat, kann die direkt in die Küche bringen. Ja, dann ab in die Küche mit dir, Inge. Ey, Inge! Sitzt du etwa gerade auf meinem Platz? Naja, jetzt sitzt du ja schon, dann bleibe sitzen. Aber nicht anfangen zu pinkeln, ne? Die alten Leute merken das ja kaum noch. Das kommt einfach so raus. Das musst du gerade sagen. Wer von uns beiden hat denn noch einen Katheter? Die Beerdigung war aber schnell zu Ende. Das liegt daran, dass die Leute nicht mehr nach Zeit, sondern nach Anzahl der Leichen bezahlt werden. Warum hast du eigentlich den Herrn Pfarrer auch zum Leichenschmaus eingeladen? Ich meine, nichts gegen Sie, Herr Pfarrer, aber Sie predigten doch nach dem Motto, wenn ich nicht mehr weiter kann, fange ich wieder von vorne an. War natürlich ein Scherz. Hin und wieder sollte man ja noch lachen dürfen. Das Leben ist traurig genug. Besonders, wenn man mit so einem Mann wie meinem Herbert verheiratet ist. So viele gut aussehende Männer, die damals glücklich gewesen wären, wenn sie mich hätten heiraten können. Und wie viele Männer jetzt glücklich sind, dass sie dich nicht geheiratet haben? Ich hätte richtige Sexgötter haben können. Und was habe ich genommen? Den kleinsten und hässlichsten Gartenzwerg, den es auf dem Wühltisch im Gartencenter gab. Zu meiner Zeit gab es noch richtige schwarze Kutschen mit 4 schwarzen Pferden und dem ganzen Drumherum. Und heutzutage gibt's nur noch diese hässlichen Leichenwagen. Ich finde, wenn man schon stirbt, sollte es wenigstens etwas prunkvoll sein. Man stirbt ja schließlich nur einmal. Ja, an die Kutschen kann ich mich auch noch erinnern. Bei meiner Mutter war das auch so. Ganz plötzlich ist sie verstorben. Und dann... Aber wir sind doch jetzt nicht hier, um deine Mutter zu betrauern, sondern Frau Meier. Deine Mutter starb doch schon vor dem Zweiten Weltkrieg. Opa, jetzt lass sie doch. Nix da! Die versaut uns noch die ganze Feier. Inge, geh lieber in die Küche, um die Bratkartoffeln zu machen. Unsere Gäste wollen hier ja nicht übernachten. Ich mach mich ja gleich auf. Sie haben aber einen netten Sohn. Glückwunsch. Nix Sohn. Das ist unser ältester Enkelsohn, Klaus. Von wegen Glückwunsch. Ein dreckiger Kommunist ist das. Wie schön. Was glauben Sie, wie ich es bedauere, nichts Richtiges gelernt zu haben? Dann freue ich mich aber, Ihren Enkelsohn heute schon kennenlernen zu dürfen. So ein Tag, so wunderschön wie heute. Jetzt ist aber Schluss! Wir trauern hier um Frau Meier und Sie singen darüber, wie schön dieser Tag heute ist. Jetzt hab dich nicht so. Auf deiner Beerdigung werde ich genau dasselbe Lied singen. Das könntest du, wenn ich vor dir sterben würde. Aber das werde ich zu verhindern wissen. Das wird der schönste Tag in meinem Leben, wenn dein Sarg langsam hinab in die Grube gleitet. Die Leute werden glauben, dass ich bestürzt weinen würde. Dabei werden es Freudentränen sein. Du bist doch mittlerweile so alt, dass sich die Würmer ihre Schürzen schon umhängen, wenn du über den Friedhof gehst. Glaub mir, Herbert, wenn einer von uns beiden stirbt, dann mache ich mir ein schönes Leben. Um 18 Uhr essen wir immer zu Abend. Es ist 18.09 Uhr. Wo hast du gesteckt? Ich war auf dem Klo. Scheißen. Also ich muss ja wohl sehr bitten. Wir haben heute schließlich immer noch Sonntag. Wie? Und am Sonntag geht man nicht scheißen? Schon, aber am Sonntag redet man nicht darüber. Besonders nicht am Esstisch. Wie hätte ich denn dann auf deine Frage antworten sollen? Ach, halt den Schnabel und mach mir mein Abendessen. Ich hab Hunger. Ist im Backofen kein Brot mehr? Das ist doch steinhart! Früher im Krieg hättest du dich darüber gefreut. Da war das Brot ja auch noch frisch. Da
Da haben wir mal einen Tag Gäste hier und kaum ist der letzte Gast gegangen, nimmst du dir die Unverschämtheit heraus, kurz vor 18 Uhr noch aufs Klo zu gehen und mich hier verhungern zu lassen. Mich, deinen eigenen Mann, deinen Beschützer und Ernährer. Du bist erstens zu klein, um mich zu beschützen. Und zweitens tu ich uns ja schließlich ernähren. Oder wer macht hier immer das Essen fertig? Und was das Klo angeht, wenn ich mal muss, dann muss ich halt. Oder soll ich, wie es Hühner machen, auf den Boden scheißen? Sowas ist ja widerlich. Na sag ich doch. Also beschwer dich nicht. Warum haben wir eigentlich so viel Lebensmittel unten in der Speisekammer? Hast du vor, einen Großhandel aufzumachen? Du sagst doch immer, dass alles teurer wird, seit die Neuen jetzt regieren. Da habe ich letztens im Supermarkt zugeschlagen. Sonderangebote, wohin man sah. Soweit, so gut. Aber musstest du nun wirklich alles kaufen? Zum Beispiel die Datteln? Wer isst denn bei uns hier Datteln? Die halten sich lange. Außerdem hat Dr. No letztens gesagt, dass die sehr gesund sein sollen. Na, dann soll der die doch fressen. Aber ich nicht. Bin ja schließlich kein Kamel. Und dann das Essig. Warum hast du denn 4 große Kartons Essig gekauft? Die habe ich extra wegen dir geholt, weil du doch gesagt hast, dass es bald keines mehr geben wird, weil die dann nicht mehr nachbohren. Essig? Du bist ja selten doof. Ich habe Öl gesagt und nicht Essig. Da habe ich es eben verwechselt. Aber wer weiß, vielleicht wird es ja auch bald immer seltener. Und womit hast du die 6 Dosen Hundefutter verwechselt? Verwechselt? Das ist 1A Hackfleisch. Ich dachte, das wäre Gulasch. Konnte doch nicht wissen, dass das Hundefutter ist. Was meinst du wohl, warum da ein Hund drauf abgebildet ist auf den Dosen? Weil da logischerweise Hundefutter drin ist. Also danach kann man ja nun wirklich nicht gehen. Es gibt so viele Dosen, wo auch Kinder abgebildet sind. Und trotzdem sind da keine Kinder drin. Na, wenn dir sowas schmeckt, bitte. Aber wehe, das Zeug landet bei mir auf dem Teller. Fehlt ja nur noch, dass du mich bald an die Leine nimmst. Na also, wenn du auf sowas stehst. Nun, die passende Größe hättest du ja. Gehören Hundespielchen nicht in den SM-Bereich? Oder irre ich mich da? Schweinerei! Das ist ja widerlich, wenn man dich so reden hört. Du hast doch damit angefangen. Ach, leck mich doch am. Also bitte, nicht hier in der Küche. Oh, so spät noch Besuch? Wer mag das denn sein? Sehe ich so aus wie ein Hellseher? Mach auf, dann weißt du's. Oder glaubst du, ich kann vielleicht durch die Wände gucken? Ah, guten Abend, Herr Nachbar. Kommen Sie doch bitte rein. Das ist aber eine Überraschung. Ah, guten Abend, Herr Lerch. Was gibt's? Hat Ihre Frau Sie rausgeschmissen oder warum sind Sie nochmal hier? Guten Abend zusammen. Haben Sie das gerade eben im Radio mitbekommen? Mitbekommen? Nee, was denn? Hier in der Nähe soll sich ein Exhibitionist rumtreiben. Der wurde heute im Stadtpark gesehen. Die Polizei sucht schon nach dem. Na also, mich wundert das nicht. Das gehört ja heutzutage zum guten Ton, dass man da alles von sich in der Öffentlichkeit präsentiert. Das ist alles die neue Regierungsschuld. Und wo ist jetzt das Problem? Wenn er das vor allen Leuten im Park macht, zeigt das doch, dass er nichts zu verbergen hat. Hast du überhaupt eine Ahnung, was das ist? Exhibition? Das kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Ausstellung. Na, das weiß ich auch. Du brauchst ja gar nicht so zu tun, als ob ich keine Ahnung von diesen neumodischen Sachen hätte. Ich will ja nur wissen, was er gemacht hat, weswegen die Polizei nach ihm sucht. Das gleiche, was andere Exhibitionisten ja auch machen. Und dann kommt gleich die Polizei? Wegen eines Einzelnen? Das sieht man doch heutzutage massenhaft in der Stadt. Ich wusste gar nicht, dass sowas verboten ist. Na, das wäre ja noch schöner, wenn so eine Schweinerei erlaubt wäre. Da könnte man sich bei diesem Gesocks ja gar nicht mehr über die Straße trauen. Also Herbert, das ist jetzt aber hart.
Die Leute wollen doch auch leben. Mich hat noch nie einer gestört. Und ich habe schon oft welche gesehen. Allerdings in letzter Zeit weniger. Kein Wunder. Im Winter klappt das ja auch nicht so richtig. Denen ist es dann halt zu kalt. Ach so. Ja, das macht natürlich Sinn. Ich habe mal von einem gehört, der sich nachts unter eine Straßenlaterne gestellt hat. Dann hat er ganz laut Feuer gerufen. Und als die Leute dann die Fenster öffneten und rausschauten, da hat er den Leuten alles gezeigt. Aber vom Fenster aus kann man doch kaum was erkennen. Also, ich meine, die Feinheiten. Das ist denen doch egal. Hauptsache, sie können zeigen, was sie haben. Aber wenn man nichts erkennen kann, wer soll das denn dann kaufen? Kaufen? Du denkst ja nur noch ans Kaufen. Das ist ja schon fast pervers. Meinst du, nur weil bei denen der Laden offen steht, sollte man da auch noch Eintrittsgeld bezahlen, oder wie? Nein, Ansehen ist ja kostenlos. Obwohl, ich habe jemanden auch schon mal was dafür gegeben, weil der sich da so viel Mühe gemacht hat. Manche malen ja auch schon dran rum, wenn die zum Beispiel zu Hause noch nicht mit fertig geworden sind. So langsam wird mir einiges klar. Da will ich gerne mal wissen, wo du dich rumtreibst, wenn ich nicht zu Hause bin. Rumtreiben? Das muss man doch nicht einmal. Man muss nur mit offenen Augen durch die Stadt gehen. Die machen immer so schöne Bilder. Bilder? Wer redet denn hier von Bildern? Na, Herr Lerch und du. Herr Lerch sagte doch gerade, dass da einer im Park war, der was ausgestellt hat. Nun, eine Ausstellung ist es ja auch in gewisser Art und Weise. Aber ein Exhibitionist präsentiert keine Bilder, sondern seine Intimitäten. Was? Sowas gibt es? Und was hat der davon? Nun reg dich nicht auf. Dir wird schon keiner seine Delikatessen zeigen. Also bitte, Herbert, du hast ja noch nicht mal halb so viel in der Hose, wie ich in der Bluse. Da geht es auch nicht um Kilogramm, sondern um Qualität. Ach, Herr Jemini, wie spät ist denn das jetzt? 20 Uhr. Wieso? Wirst du verfolgt? Ach Quatsch, die Bundeskanzlerin spricht gleich im Fernsehen. Ach so. Ich dachte schon, es sei was Wichtiges. Dass deine Bundeskanzlerin quasseln und Propaganda betreiben kann, weiß ich auch so. Kannst mir Bescheid sagen, wenn sie auch mal was tut, anstatt nur zu reden. Aber ich dachte, du schaust dir das auch immer an. Was tue ich? Bei dir piept's wohl. Das war früher einmal, bevor die dunkle Seite der Macht alles an sich gerissen hat. Na, du musst ja nicht, wenn du nicht willst. Das wäre ja noch schöner, wenn man dazu gezwungen würde. Gemeinschaftsgucken. Und der Blockwart hakt dann alle ab, die da sind. Wie damals zu DDR-Zeiten. Also willst du nicht, dass der Fernseher angemacht wird? Ich kann dir ja schlecht verbieten, Fernsehen zu gucken. Aber ich wäre dir sehr zu Dank verpflichtet, wenn der Fernseher ausbliebe, solange deine Immigrantenkanzlerin spricht. Na also gut, dir zuliebe. Also so im Nachhinein muss ich auch sagen, dass ich mir dich besser als Bundeskanzler vorstellen könnte, Herbert. Ach, das ist lieb. Aber sag doch nicht sowas. Nee, ganz ehrlich meine ich das. Von der Größe her würdest du dich nämlich prima auf den Briefmarken machen. Nun, ich möchte dann auch nicht länger stören und gehe dann mal wieder. Einen schönen Abend noch. Ja, gleichfalls. Ich glaube, ich sollte bald mal wieder meinen Schnaps machen. Nach altem Familiengeheimnis. Was war denn da nochmal alles drin? Rum. Und was noch? Nichts. Das ist ja das Geheimnis. Denk dran. Morgen kommt Frau Weinrauch zu Besuch, um mit mir Karten zu spielen. Frau Weinrauch kann mich mal am Arsch lecken. Mit der richtigen Musik kann ich mir das schon lustig vorstellen. Aber mal was anderes. Wäre das in Ordnung, wenn ich mir das Kleid bestellen würde, was ich dir gestern Abend im Katalog gezeigt habe? Wie? Das hässliche Ding? Ich dachte, du hast das als Scherz gemeint. Hässlich? Das ist der letzte Schrei. Das trägt man heutzutage in Paris. Ja, in der Geisterbahn, um die Leute zu erschrecken. Ah! Was ist denn jetzt los? Ich glaube, ich kriege meine Tage. Unmöglich. Das kriegen nur Frauen. Gleichberechtigung. Das kriegen auch nur Frauen. Dann werde ich wohl doch nur Magenpinne haben.
Das liegt bestimmt daran, dass du wieder deine Tabletten vertauscht hast. Ich habe dir schon 1000 Mal gesagt, pass da besser auf. Das ist ja fast schon so wie Partnertausch. Das habe ich früher oft gemacht. Du? Partnertausch? Ja, allerdings. Da habe ich dann immer Brot und Butter gegen Kaffee oder Marmelade getauscht. Ja, in der Nachkriegszeit. Das haben wir wohl alle gemacht. Aber das meine ich nicht. Ich meine nicht, dass man mit einem Partner Lebensmittel tauscht, sondern dass man die Ehepartner an sich tauscht. Was? Sowas gibt es? Und was kriegt man dann dafür? Also, mal angenommen, ich würde dich anbieten. Was würde ich denn dann so bekommen? Wenn hier einer tauscht, dann bin ich das und nicht du. Aber so bescheuert wird keiner sein und dich nehmen wollen. Da würde ich nichts für kriegen. Da müsste ich sogar noch draufzahlen. Noch so ein Spruch und ich gehe dich eintauschen für eine Packung Streichhölzer. Und Hunger habe ich immer noch. Ich könnte uns ja Pizza bestellen. Pizza? Ich will vernünftiges, einheimisches Essen. Ich heiße schließlich Herbert und nicht Herberto. Pizza, wenn ich das schon höre. Jahrhundertelang hat die Menschheit ohne Pizza überlebt und jetzt wird dir das an jeder Ecke um die Ohren geschlagen. Weißt du überhaupt, wie Pizza gemacht wird? Da wird so ein hart gewordener Kuhfladen platt gedrückt, dann kommt da ein Klecks Tomatensoße drauf, am Ende wird dann noch abgelaufener Käse drüber gerieben, man verbrennt sich nur den Mund und darf dann 5 Euro dafür zahlen und schmecken tut's wie vollgepisste Wolldecke. Woher weißt du denn, wie vollgepisste Wolldecke schmeckt? Moment, sag nichts. Ich glaube, das will ich gar nicht wissen. Na, leck mich doch am Arsch. Erst gibst du mir zu verstehen, dass du weißt, wie vollgepisste Wolldecke schmeckt. Und jetzt soll ich dich auch noch am Arsch lecken? Das wird dir immer doller mit dir. Mach doch, was du willst. Mir ist der Appetit jetzt vergangen. Ich geh ins Bett. Endlich. Ich dachte, der würde nie gehen und ich müsste ihm doch noch Abendessen machen. Na, dann kann ich mir jetzt wenigstens einen Joint rauchen, Eierlikör trinken und Wrestling im Fernsehen gucken. Das habe ich mir nämlich verdient, bei so viel, was in letzter Zeit hier los war. Denn ich musste mich quasi immer um alles kümmern. Und zwar mit Leib und Seele.